Köder weggefressen, kein Köder. Ich glaube, wir machen einfach zu große Köder dran. Die fressen sich satt an unserem Köder, aber fressen nie den Haken. Das ist das Hauptproblem, glaube ich. Der Köder ist zu groß. Das muss der Fisch mit einem Haps im Mund stecken können. Sonst schluckt er nicht den Haken. Ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Das zweite ging jetzt ganz schön gut, ja? Und jetzt sieht sich das noch, es wird immer später. Die Fische beißen schlechter. Fisch heimgehen, dann soll die Frau uns einen Fisch rausholen aus dem Teich. Oder ich teile mir einen mit der Mama. Das würde ja eh nicht so viel Fisch.